Chicken's hat.
Oh.
Scratching. Colum Killy ist ein Geist, der sowohl in der irischen wie in der isländischen Sage beheimatet ist. Es folgt dann das Ensemble Metanoia mit drei Stücken. Metanoia ist in London ansässig, ein interaktives Kammerensemble. Das heißt, dass die Musiker einerseits selbstständig sind im Umgang mit ihren elektronischen Instrumenten, andererseits aber untereinander vernetzt sind und eine Vielzahl von Parametern beeinflussen, aber nicht wirklich kontrollieren können. Sie spielen drei Stücke, wobei es eine kleine Änderung der Programmfolge gibt. Es beginnt mit Walter Farbecks Accumulator. In diesem Stück kommt das Instrument zum Einsatz, das Walter Farbeck mit Hilfe von Tim Gravestock und vom Stein entwickelt und gebaut hat, ein virtuelles Keyboard, das Chromason. Jonathan Impet spielt eine elektronisch erweiterte Trompete, die Meta-Trumpet, und Martin Allen spielt ein elektronisches virtuelles Schlagzeug. Es folgt dann das Stück von Nicholas Collett, Venezia 1600. Das ist ein Stück, in dem die Meta-Trumpet, ein Kornett, Schlagzeug und ein skippender CD-Spieler zum Einsatz kommt. Die Grundlage dieses Stücks ist eine Canzone von Giovanni Gabrieli von etwa 1600.
flutes. How about violin? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Choose your qualities and not let them get the best of you. You've got to give them up, even the good ones, for a time. The business is finished, she said. What were we doing anyway, mucking about with nature like that? Some say, with the burden of love, we lose our instinct for dissolution and thus we evolve. This is the new message from the automobiles of destiny. Essence is essential presence. You must make a decision. Either you are a character or you lose one. One morning, thousands of years ago, in a dream dreamed by our civilization, a large harmonically shaped number flew low over India. On its surface appeared a moving picture of the sexually possessed early Mona Lisa. She was vivid and overflowing with vision. Her later empathic extroversion not yet in evidence. She was existential. She was language abstracted. She was adolescence, the Medusa, Eden, the Garden of. She was Navajo, Tarzan, the author. She was a landscape seen only at night. Suppose a sphere, supported so from one arm of an obsessive mass. Suppose a sphere, its pool an inverse square built up of lead. Its largeness from the center, floating lavishly and never again, identical under some conditions to possibility. In the experiments with weight, our irregularities were due to the rod observed, front attracting the